Dann würde ich jetzt schon mal vorgreifen, meine F&As ausschalten für euch beide zur Info. So. Und würde so ganz langsam, aber sicher schon mal alle Anwesenden ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wieder so viele dabei sind. Das ist ja echt der absolute Hammer. Schnell die bekannten, inzwischen kurzen und knappen Housekeeping Notes. Wir versuchen den Chat bei Zoom so ein bisschen im Auge zu behalten, beantworten Fragen, aber hauptsächlich über die F&As, über die F&A-Funktion bei Zoom. Bei Facebook könnt ihr eure Fragen einfach als Kommentare unten drunter stellen. Wir haben heute dabei den Markus und den Carsten von unserem Team, die sich darum kümmern während des Vortrags. Hier wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit bleiben, um auf Fragen einzugehen, aber danach haben wir ganz, ganz viel Zeit, um alles zu beantworten. Ja, und dann freue ich mich heute ganz besonders, dass wir einen echten Prominenten heute mit dabei haben. Ich hätte beinahe gesagt, den Prominenten im Sack. Den Holger Bergold haben wir mit dabei, den Mr. Yukon. Und ja, du bist dann natürlich hinterher für die Fragen und so weiter auch mit dabei und vielleicht fällt dir auch das ein oder andere während des Vortrags ein, was du dazu beitragen möchtest. Gerne, gerne. Genau, und dann haben wir gerade besprochen, dann planen wir einen weiteren Vortrag mit dem Holger über Kuriositäten aus dem Yukon. Ein genaues Datum dafür haben wir noch nicht, aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, denn jetzt sind wir erstmal unterwegs im Süden des Nordlandes, Yukon Teil 1, einsame Pfade im Licht der Mitternachtssonne. Und die 19 Uhr haben wir überschritten und deshalb würde ich sagen, starten wir. Gibt es irgendwelche Einwände von euch, Markus oder Carsten? Sonst legen wir einfach jetzt los. Still, der See ist ganz ruhig und da konnte ich einfach nicht widerstehen, habe mir direkt ein Kanu geschnappt und bin ganz alleine hier rausgefahren und es ist ja wirklich ein absoluter Traum, wie still das hier ist. Man ist ganz alleine mitten in der Wildnis, also ich liebe das ja.
Ja, herzlich willkommen im Yukon. Zur Orientierung eine kleine Karte. Karten, Karten, Karten. Hallo Frank. Aber ich will die Gelegenheit nutzen, mal eben schnell zu fragen, ob alles soweit okay ist vom Ton her. Haben wir irgendwelche Beschwerden? Reicht, wenn ihr mir das sonst kurz mit einem Thumbs up signalisiert, Markus oder Carsten? Ansonsten, wenn ich nichts höre, mache ich auch so einfach weiter. Okay, ganz schnell nur zur Orientierung. Ihr wisst alle, wo der Yukon ist, alle, die ihr hier eingeschaltet habt, das ist mir klar. Ich sage es auch nur ganz kurz. Ihr seht unten im Süden Vancouver zur Orientierung, wenn ihr euch nach Osten orientiert, Calgary, Edmonton und geht ein Stück nach oben, dann seht ihr den Yukon. Und in seiner Nordausdehnung ist der Yukon hier ja gar nicht mal ganz zu sehen, weil wir uns ja heute auf den Süden konzentrieren. Der Yukon ist knapp 500.000 Quadratkilometer groß und es leben hier gut 36.000 Einwohner und zwei Drittel davon, Holger, in und um Whitehorse, ne? Richtig, ja. Das heißt, Reichlich, ja. der Rest ist menschenleer. Ich habe vergessen, was das für eine Einwohnerzahl pro Quadratkilometer ergibt, aber das müsste im 0,0-Bereich liegen, Ja, 0,0 irgendwas oder so. richtig. Genau, und jetzt also ein bisschen mehr fokussiert auf den Süden, diesen Bereich, den ihr hier jetzt seht, nördlich der Grenze, der roten Grenze zum Yukon. Das ist der Bereich, um den wir uns kümmern wollen. Vom White House soll es zunächst über den Alaska Highway gehen, hin zum Robert Campbell Highway. Die South Canal Road wollen wir runterfahren und dann fahren wir. Ja, denken uns so die nördliche Begrenzung etwa oben im Norden bei Carmacks. Östlich denken wir sie uns bei Watson Lake und westlich in etwa am Kluane National Park bei Haines Junction. Und ja, dann apropos Fokus, noch ein paar kleinere Regieanweisungen von meiner Seite. Ich selbst bin diese Tour mit dem PKW und SUV, also mit dem SUV gefahren. Ich war mit dem Jeep unterwegs. Aber viele, viele Insider-Tipps wird es hier auch für Wohnmobilabenteurer geben. Ich persönlich finde, neben dem Wohnmobil ist der SUV aber trotzdem auch super geeignet für diese Touren, weil er halt einfach für alle Straßenbelege toll geeignet ist. Aber alles, was wir fahren auf dieser Tour, ist auch mit dem Wohnmobil möglich. Ja, und dann wird es natürlich auch Campgrounds geben. Campgrounds und halt typische Yukon-Unterkünfte. Ich habe hier als Beispiel mal das Inn on the Lake. Also von der komfortablen Lodge ist so die Idee bis hin zur urigen Wildnis-Cabin. Deshalb habe ich hier exemplarisch mal das Inn on the Lake abgebildet und eine Cabin am Francis Lake, an der Francis Lake Lodge. Und ja, natürlich wieder viele, viele Karten. Und insgesamt wird es diesmal wahrscheinlich ein wenig videolastiger, weil wir einfach so viel neues Material haben. Und teilweise sind einfach hier im Yukon, auch wenn wir uns nur auf den Süden konzentrieren, deutlich größere Strecken zu überbrücken. Und ja, damit legen wir fast schon los. Und zwar in Whitehorse, natürlich in Whitehorse. Und letzte kleine Regieanweisung von meiner Seite, damit ihr euch nicht wundert. Natürlich ist auch das ja ein typischer Scouting-Trip. Ich habe das mit unserem Videografen Tom auch gemacht. Aber diesmal, und das war ganz besonders für mich, waren meine 80-jährigen Eltern auch mit dabei, die ihr hier im Bild seht. Es war der große Traum vor allem meiner Mutter, einmal den Yukon zur Mitternachtssonne zu sehen. Und der ist erfüllt worden. Und wie? Aber jetzt starten wir natürlich mit Unterkunft und ankommen erstmal in Whitehorse. Leute, wir sind hier im High Country Inn in Whitehorse. Das Hotel High Country Inn ist ja unser Hauptpartner in Sachen Hotels hier, mein Lieblingshotel in Whitehorse. Und wir stehen hier im sogenannten Deck, das ist der Pub vom High Country Inn, der so ein bisschen, finde ich, wie so einem Pionierzelt, so einem Trapperzelt nachempfunden ist, wenn man sich mal hier die ganzen Relikte, die hier so eng anschaut. Und wir haben das große Glück, dass heute die Room Divisions Managerin vom Hotel, die Nicole Hallberg, hier ist.
Und ich habe sie natürlich zu ihrem großen Entsetzen direkt verhaftet, mir hier ein paar Fragen zu beantworten. Und dann, das habe ich ihr schon vorher per E-Mail angekündigt, das sogar auf Deutsch, denn natürlich, die Nicole kommt aus Deutschland und ist seit wie vielen Jahren jetzt hier im Reuthaus? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und da könnt ihr also sehen, wenn ihr ankommt und die Nicole zufälligerweise da ist, werdet ihr womöglich sogar auch noch auf Deutsch empfangen. Aber jetzt stellen wir natürlich noch ein paar allgemeine Fragen. Das Hotel hat wie viele Zimmer? 82 Zimmer. 82 Zimmer. Es gibt ein Restaurant, noch ein extra Restaurant zusätzlich hier zu dem Deck nebenan, wo man essen kann, richtig? Yes, ja. Das Restaurant ist für Frühstück. Ja. Und das Deck für Mittagessen und Abendessen. Genau, also Frühstück gibt es nebenan direkt ein separates Restaurant und das Deck bietet halt alles vom Burger bis hin zum riesengroßen Steak, was ich gestern Abend hatte, was auch sehr, sehr gut war, fürs Abendessen und natürlich auch für den Lunch. Und was sonst können wir noch sagen über das High Country Inn? Wir sind das berühmteste 3-Sterne-Hotel in der Welt, nachdem Bill und Kate bei uns geschlafen haben. Ehrlich? Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Ehrlich? Ist wirklich wahr? Ja. Das musstet ihr aber geheim halten, oder? No, nee, also das steht sogar an der Auszeichnung. Ehrlich? Na, wenn das mal nicht ein Argument ist fürs High Country Inn. Vielen Dank. Ja, das High Country Inn, mein Lieblingshotel in Whitehorse, ganz klar. Das ganz neue Raven, muss ich dazu sagen, kenne ich noch nicht. Das habe ich im Rohbau nur gesehen, aber da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Ja, ihr habt es gemerkt, wir fangen jetzt so langsam an, unsere Filmchen auch auf Englisch zu untertiteln für die englischsprachigen Muttersprachler vor allen Dingen unter uns, die uns auch zuschauen. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, dass teilweise auch aus Kanada die Leute hier zuschauen. Und dann legen wir im Prinzip los mit unserer Tour. Und ihr seht sie hier und das ist die 8, die Yukon 8, könnte man fast meinen. Aber das ist gar nicht die klassische Yukon Alaska 8, die viele von euch sicherlich schon kennen, sondern es ist eher so meine Süd-Yukon 8, würde ich sie mal nennen. Und das, was bedeutet, dass wir bleiben im Yukon, wir bleiben im Süden des Yukons, natürlich dementsprechend weniger Kilometer, es wird insgesamt viel intensiver oder aber in kürzerer Zeit machbar, auch definitiv als Add-on. Diese ganze Tour kann man, wenn man möchte, bequem in einer Woche schaffen. Kann man sich also mal überlegen, wenn man vielleicht in den Rockies unterwegs ist, in BC und Alberta, vielleicht doch nochmal hier hoch in den Yukon zu kommen und auch mal eine richtig tolle, coole Wildnistour in einer Woche zu machen. Ja, wir starten heute mit dem ersten Kreis rechts, mit dem östlichen Kreis und gehen deshalb nochmal zu einer detaillierteren Karte hier. Von Whitehorse geht es für uns auf dem Alaska Highway Richtung Osten, Richtung Südosten, quasi in Richtung British Columbia, wenn man so will. Und der Plan ist es, bei Watson Lake zum Francis Lake hoch auf den Robert Campbell Highway abzubiegen, nach Norden also. Und dann haben wir endlich wieder Schotter, da freuen wir uns drauf, hinauf zum Francis Lake. Gute 600 Kilometer sind das jetzt erstmal so, wie man das hier sieht, von Whitehorse aus. Und ja, wir fangen mal direkt an und begeben uns auf den Alaska Highway, auf das erste Stückchen bis zum Marsh Lake. Und ja, wir starten auf dem Alaska Highway und geben euch direkt ein paar Hinweise für alle Camper. Es gibt 3 Government Campgrounds, eigentlich 4 sogar, auf diesem ersten Teilstückchen im sogenannten Front Country, also das, was direkt vom Highway aus erreichbar ist. Das ist zum einen der Wolf Creek, den wir gerade gesehen haben, mit 46 Sites. Und hier sehen wir schon den relativ großen, weiträumig angelegten Campground am Marsh Lake. Der hat knapp 60, glaube 59 Sites. Alles, wie gesagt, Front Country Recreation Sites. Die gibt es natürlich in Hülle und Fülle, sind noch gar nicht mitgerechnet. Und hier sind wir jetzt schon am Inn on the Lake am Marsh Lake. Hier kann man das nochmal ein bisschen genauer nachvollziehen auf der Karte. Sieht man also hier im Osten sind wir am Marsh Lake angekommen. Da sieht man den Marsh Lake Campground. Und wir sind jetzt am Inn on the Lake, sind gerade einmal gute 50 Kilometer gefahren und hier am Inn on the Lake angekommen. Das ist das Inn on the Lake von der Rückseite, also von der Seeseite aus aufgenommen. Und das ist definitiv einer meiner Lieblingslodges im Yukon Front Country, also im über die Straße gut zu erreichenden südlichen Yukon.
Sie liegt am riesigen, am einsamen Marsh Lake und nur wenige 100 Meter hat man das Gefühl vom Alaska Highway entfernt, aber trotzdem fühlt man sich direkt mitten in der Wildnis. Diesmal, muss ich dazu sagen, bleiben wir leider nicht hier, aber wir schauen es uns schnell mal eben mit euch zusammen kurz an. Wir sind am Inn on the Lake. Hinter mir seht ihr den Marsh Lake. Wir sind etwa 50 Kilometer östlich, südöstlich von Whitehorse. Knapp 50 Kilometer würde ich sagen, so ganz genau habe ich es nicht nachgeschaut. Und es ist einige Jahre her, dass ich hier am Inn on the Lake war und bin mal wieder total beeindruckt von der Lodge. Wunderschöne Lodge, wunderschöne Räumlichkeiten, ein tolles Log-Chalet insgesamt, das ganze Gebäude, wunderschöne Zimmer. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall hier eine Nacht, idealerweise sogar zwei oder drei zu verbringen, denn man kann halt viel tun. Der See ist kristallklar, riesig groß. Es liegen hier Kanus, die man benutzen kann. Man kann wandern gehen, es gibt viel zu tun, um die Tage hier in der Natur zu verbringen. Schade, dass wir nur so wenig Zeit haben, aber für uns geht es jetzt weiter. Aber wir wollten euch wenigstens einmal kurz das Inn on the Lake am Marsh Lake zeigen. Ja, sehr schade, dass wir nicht bleiben können, aber für uns geht es jetzt tatsächlich weiter. Nochmal schnell zur Orientierung. Das Inn on the Lake ist jetzt ganz links, also ganz im Westen. Und jetzt sind es noch knappe 400 Kilometer bis Watson Lake und die rausche ich jetzt mit euch zusammen einfach mal weiter durch und zeige euch noch ein paar Front Country Campgrounds, wie gesagt. Was wichtig ist für euch alle, also das Netzwerk an Government Campgrounds ist schon im Prinzip ausreichend, aber es gibt noch so viele Recreation Areas, wo man auch wunderschön stehen kann und auch alle im sogenannten Front Country, also auch alle gut erreichbar, aber das würde zu weit führen, die euch jetzt hier auch noch alle zu zeigen. Wichtig ist, dass ihr wisst, es gibt genug Plätze zum Campen. Ja, und dann starten wir hier direkt auf dem Alaska Highway Richtung Watson Lake mit dem Squanger Lake Campground. 16 Sites hat er, wunderschön, am See gelegen. Sind alle, wie gesagt, sehr nah am Highway, das macht aber nichts, weil der Verkehr sich ja wirklich in Grenzen hält. Geöffnet sind die Campgrounds übrigens immer von Anfang Mai bis Ende September, Holger, zumindest in diesem Jahr 2021, vom 1. Mai bis 30. September, glaube ich. Ne? Ja, und einige davon bis 15. Oktober. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sich das im nächsten Jahr vielleicht ändert, da wird es. Und zwar die an den großen Highways, also am Alaska Highway, da hat es die Campgrounds offen bis Mitte Oktober. Ja, das ist hier die Nizutlin Bay Bridge, über die wir gerade fahren. Teslin Lake Campground haben wir vorhin gesehen mit 27 Sites und das ist der Big Creek Campground hier mit 15 Sites. Und ja, dann geht es für uns so langsam, aber sicher weiter in Richtung Watson Lake. Ja, und wir haben es vorhin im Prinzip schon angedeutet in unserer Vorbesprechung. Wir sind im Juni, wir sind zur Mitternachtssonne unterwegs, in der zweiten Junihälfte. Und das ist natürlich gerade auch am Alaska Highway absolute Bärenzeit. Und ja, wir haben es gerade gesagt, das ist die Zeit, man sieht das hier regelrecht, die Bären, die Schwarzbären vor allen Dingen, aber auch die Grizzlies kommen raus, der Winterschlaf ist noch nicht so lange her, sie müssen fressen, sie fressen das, was am ersten sprießt, die ersten saftigen Gräser, womöglich die ersten Bären und die tun das natürlich dort, wo die Sonne besonders stark und viel hinkommt und das ist halt in den Lichtungsbereichen und die findet man typischerweise an den Straßen, an den 10, 20 Meter Streifen an den Straßen, deshalb ist genau das jetzt die perfekte Zeit, um Bären zu beobachten. Und das natürlich gerade im Yukon, muss ich dazu sagen, weil hier so wenig Verkehr ist, dass der auch nicht so besonders störend für die Bären ist. Also wer Bären sehen will im Yukon im Juni, da muss man sich schon richtig anstellen, oder Holger, um hier keine Bären zu sehen zu der Zeit. Ja, das ist wie ein Sechser im Lotto. Keine Bären zu sehen, ja. Ja, ganz genau. Ja. Ja, okay, und dann sind wir in Watson Lake angekommen, das Gateway to the Yukon, natürlich nur, wenn man von BC auskommt, vom Süden auskommt. Und Watson Lake natürlich vor allen Dingen berühmt geworden durch seinen Signpost Forest. Wie war das noch, Holger? Das hat Arbeiter am Alaska Highway angefangen. Ja, es war ein Soldat, der 1942 krank auf der Krankenstation in Watson Lake lag. Und aus Heimweh hat er sich einfach so ein Schild mit seiner Heimadresse drauf gemacht und
von dort an hat es angefangen und dann hat jeder irgendeinen dran gemacht und so ist es gewachsen bis heutzutage und es geht immer weiter. Ansonsten habe ich mich mit dem Holger geeinigt, werden wir Watson Lake so ein bisschen außen vor lassen auf diesem Trip, weil da der Holger noch viele tolle Tipps hat und schöne Geschichten noch zu erzählen kann später in seinem Vortrag. Nicht unerwähnt lassen möchten wir allerdings die drei Schilder unten. Das Welcome to Watson Lake habe ich schon erwähnt. Das zweite ist das des Watson Lake Campgrounds. Das ist im Prinzip der vierte Government Campground auf dieser Strecke. Man muss nach links abzweigen, ein kleines Stückchen fahren. Dann erreicht man den und dieser Campground hat 40 Sites, habe ich nachgeguckt, nicht selbst nachgezählt, weil wir konnten leider nicht drauf fahren, weil da ist wohl irgendwie ein Baum umgefallen und da konnten wir nicht, an dem Tag konnten wir nicht auf den Campground drauf fahren, der war für 2 Tage geschlossen. Ja, und dann ganz unscheinbar rechts das Schild zum Robert Campbell Highway, so wirklich unscheinbar hinter dem Stromkasten, zur Nummer 4, zum Highway Nummer 4 im südlichen Yukon. Man zweigt also nach links ab. Man muss fast ein bisschen aufpassen, dass man nicht dran vorbeifährt. Und jetzt fahren wir erstmal los, die ersten paar Kilometer auf dem Robert Campbell Highway. Ja, wir starten mit dem Signpost Forest, ganz kurz nur, weil hier fängt der halt im Prinzip an für uns, der Robert Campbell Highway. Und die Frage ist halt, ging es noch einsamer als vorher schon auf dem Alaska Highway? Die einfache Antwort, ja. Und die ersten Kilometer, die sind noch asphaltiert und dann hat uns endlich der Schotter wieder. Das Wetter wird etwas schlechter, wie man hier sieht. Wir sind jetzt hier schon am Francis Lake, aber ich gehe noch mal einmal zurück zu unserer Karte, damit ihr das genau nachvollziehen könnt. Wir reden jetzt hier von den ersten etwa 175 Kilometern auf dem Robert Campbell Highway bis zum Francis Lake. Es gibt, wie gesagt, viele, 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 viele Recreation Sites, wo Camper campen können. Auf dem Weg gibt es allerdings auch 2 Government Campgrounds, die man jetzt hier rechts und links auf unseren altbekannten klassischen Durchfahrtvideos sieht. Das ist zum einen erstmal der Simpson Lake Campground mit seinen 19 Sites. Und unten sehen wir den Campground am Francis Lake, sehr weiträumig angelegt mit seinen 24 Sites. Ja, alles da, was man braucht, beides mal wunderschön am See. Und ja, das, was wir jetzt hier sehen, rechts oben, ist immer noch der Francis Lake Campground. Das ist nämlich die Boat Launch am Francis Lake Campground. Und links ist aber da, wo der blaue Mann winkt, zu diesem Blick, da will ich hin. Und dafür muss uns der Martin Laternsa, so heißt der blaue Mann, mit dem Boot abholen. Das tut er oben rechts im Bild. Und dann geht es zusammen mit meinen Eltern aufs Wasser und unseren Wagen lassen wir sicher, wohlgemerkt, weil das einige Leute tun, das ist gang und gäbe dort, lassen wir also sicher stehen. Und wo wir hinwollen, das ist dieser Ort hier, an dem wir nun angekommen sind. Das ist die Francis Lake Lodge, eine absolute Wildnis-Lodge in völliger Alleinlage im Francis Lake. Hier führt definitiv keine Straße hin. Es ist ein absolut stiller Ort. Definitiv ein Highlight, wenn nicht das Highlight unseres Yukon-Trips. Deshalb werden wir hier eine ganze Weile verweilen und euch diese Lodge mal einmal sehr genau vorstellen. Ja, das, was ihr hier seht, ist die Hauptlodge. Hier spielt sich im Prinzip das Lodge-Leben der sehr wenigen Gäste ab. Man kann immer hier rein, Tag und Nacht. Es gibt immer Kaffee und Cookies. Das liegt hier, das haben die Besitzer hier hingestellt. Die Besitzer selbst wohnen nicht in dieser Hauptlodge, sondern etwas am Hang oberhalb, also ein paar Meter entfernt, haben die ihre Cabin stehen. Und dann gibt es die einzelnen Cabins natürlich an der Francis Lake Lodge. Und das, was wir hier sehen, es gibt einige Cabins und das ist definitiv die mit dem meisten Charisma hier. Das ist die alte Cabin der Hudson Bay Company, die hier wieder aufgebaut wurde. Und das hatte ich mir so gedacht als besonderes Highlight, als Cabin für meine Eltern. Das ist die älteste Cabin und am nächsten am Wasser, ein wunderschöner Blick. Und ja, so sieht das Ganze hier aus von der alten Hudson Bay Cabin. Ja, es ist urig, sehr rustikal, sehr, sehr einfach. Bett, Tisch, Stuhl, Moskitonetz, Waschbecken mit Wasserfass oben drüber, fertig. Und dann natürlich die Porta-Potty-Toilette. Man hinterlässt nur einen sehr, sehr kleinen ökologischen Fußabdruck hier. Das war's, aber mehr braucht man auch in der Wildnis nicht. Und ja,
Man kann da schon dann abends sehr, sehr lange sitzen und einfach nur hinausschauen und die Zeit total vergessen. Und das wiederum gerade zur Mitternachtssonne. Aber vor allen Dingen, wenn man überrascht wird von absolut tollen Wetterstimmungen, wie wir hier auf unserem Trip. Ja. Und das rechts, das war meine Cabin. Bisschen komfortabler, aber immer noch sehr, sehr einfach, rustikal. Aber schon mit einer Veranda und ja, durchaus ein kleines bisschen gehobener, der Standard. Aber auch mit dem Fasswasser, sieht man oben links im Bild. Und Porta-Potty-Klo. Natürlich gibt es übrigens auf dem Gelände auch Outhouses. Wer das nicht möchte, wer auf ein reguläres, hätte ich beinahe gesagt, Outhouse gehen möchte, der kann das natürlich auch tun. Licht wird, wenn man es braucht, gemacht mit den Petroleumlampen, aber zur Mitternachtssonne, kann ich euch gleich sagen, braucht man das hier nicht. Es gibt noch drei Cabins in diesem Stil und was der Hammer ist, ist wirklich der Blick von der Veranda hier. Das war mein Blick von meiner Veranda und das war definitiv genau der Blick, zu dem ich wollte. Und wie gesagt, man kann hier einfach nur sitzen, gucken. Und zu sehen gibt es ohnehin viel. Und da will ich ganz kurz natürlich auch das Tierleben rund um die Francis Lake Lodge erwähnen, denn das ist wirklich bemerkenswert. Natürlich die Schwarzbären, die haben wir an der Lodge zwar nicht gesehen, aber die Loons haben wir gehört. Das war sehr beeindruckend, die Eistaucher. Und der Adler, den wir dort sehen, deshalb habe ich dieses etwas, sogar ein bisschen unscharfe Bild genommen, den haben wir tatsächlich von der Hauptlodge, vom Hauptgebäude aus gesehen, denn dort ist ein Fernrohrstativ installiert, direkt auf den Horst dieses Adlers. Und das hat uns tatsächlich sehr beeindruckt. Und wenn ihr schaut, das sind die beiden Besitzer, das sind die Andrea und der Martin Lanternsa, sind beide Schweizer, man spricht also Deutsch, seht ihr ganz links dieses Fernrohrstativ, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, und wie man hier sieht, ist eine ziemlich gelungene Aufgabenteilung. Die Andrea ist eine tolle Köchin. Der Martin beim Essen kümmert er sich um Wein und Unterhaltung. Aber ja, was rede ich hier eigentlich so viel? Schauen wir es uns einfach doch mal schnell im Film an. Ja, Leute, wir sind hier an der Francis Lake Lodge und sind gestern hier angekommen. Es ist ja eine Fahrt von Watson Lake über den Robert Campbell Highway. Allein das ist ja schon ein Erlebnis, die Wildnisstraße. Das sind, glaube ich, gute 170 Kilometer, 172, glaube ich, 172 ja, Kilometer. Und da muss man runter zur Boat Launch am Francis Lake Campground und da holt einen der Martin mit dem Motorboot ab und fährt einen hier nochmal, ich weiß nicht, wie viel sind es, 15? 20 Kilometer. 20 Kilometer fährt einen mit dem Motorboot zur Lodge. Und man hat direkt das Gefühl, man ist absolut in der Wildnis. Und man kann schon erahnen, wir haben jetzt das große Glück, dass die beiden Besitzer von der Francis Lake Lodge hier sind, der Martin und die Andrea. Und sie haben auch schon große Angst davor, was ich ihnen jetzt für Fragen stelle. Dabei ist es ja immer so einfach. Ich frage ja eigentlich immer nur, wie lange macht ihr das eigentlich schon? Es sind jetzt schon 12 Jahre, dass wir hier draußen sind und die Zeit vergeht im Flug eigentlich, kann man sagen. Ja, 12 Jahre ist ja schon mal was. Ne? Das ist ja nicht ganz so wenig. Und ihr habt wie viele Cabins hier? 4, 5? 5 Gäste-Cabins hier bei der Hauptlodge und noch ein Selbstversorger-Blockhaus, das etwas abseits steht. Genau, da frage ich gleich nochmal was zu. Aber die 5 Cabins, die ihr habt hier, die sind von der Größe her, also das, ich bin zum Beispiel jetzt in einer, das ist super für 2 Leute, ne? Aber es gibt auch größere. Ne? Ja, wir haben 2 größere, 5 bis 6 Personen Platz. Wir haben 2 mittlere, 2 Personen Platz und ein kleineres in der Regel für Einzelgäste. Ja, und das Tolle an der Francis Lake Lodge, ich bin ja selbst zum ersten Mal hier. Ich meine, wir haben die schon lange im Programm, die Francis Lake Lodge, aber ich bin wirklich zum allerersten Mal hier. Was mich am meisten beeindruckt, ist die absolute Stille. Man hört nichts. Man hört jetzt ein bisschen prasseln und knistern. Das ist aber natürlich das Lagerfeuer, was wir jetzt hier im Hintergrund angemacht haben. Wir waren bei der Selbstversorger-Cabin und da ist der Aufenthalt ist ein bisschen länger. Man muss wenigstens 5 Tage bleiben, idealerweise wahrscheinlich eine Woche. Ich nehme an, typischerweise bleiben die Leute wahrscheinlich eine Woche, oder? Ja, ich denke, es empfiehlt sich wirklich länger zu sein. Wir haben einen Mindestaufenthalt von 5 Nächten. Aber dann kann man auch wirklich rausgehen und diese Natur genießen, diese Stille oder diese
Tiere beobachten, die man hier haben kann, diese Naturphänomene wie ein Regenbogen, wie das Abendlicht, das ist das Spezielle. Das man da muss ich auch noch gleich drauf kommen. Aber ich wollte noch mal eben ganz kurz zum Schluss noch sagen, zu Selbstversorgercampen, der Service ist natürlich der gleiche. Also man wird genauso von Martin an der Boat Launch abgeholt und hier hingebracht. Ist dann aber für sich ganz alleine, hat mit der Lodge hier auch nichts zu tun. Es ist auch so über den Berg drüber, also man ist auch von der Sicht und von der Akustik komplett abgetrennt von der Lodge und kann hier also im Prinzip alleine seine Woche verbringen in der absoluten Einsamkeit, hat nichts außer seine eigene Hütte, seine Feuerstelle und die Stühle und ein Kanu und eine Angelrute. Und eine Angelrute. Was will man mehr? Ist doch ein Traum, oder? Ja, ist doch ein Traum, oder? Und ich zeige euch nochmal diesen kurzen Drohnenüberflug, um euch zu erklären, wo das genau liegt, dieses Selbstversorgerchalet, weil ich weiß, dass das viele von euch interessieren wird. Man sieht links unten die einzelnen Cabins, man kann sie kaum erkennen, so sehr liegen sie im Wald. Die etwas größere Cabin, die man oben sieht, das ist die Cabin von der Andrea und dem Martin. Und man geht tatsächlich durch den Wald über die Hügelkuppe im Prinzip rüber, bis zu der anderen Bucht, die man dort sieht, etwas oberhalb, liegt dann diese Selbstversorgerhütte. Man hat also im Prinzip das Gefühl, dass man völlig allein ist, mitten in der Wildnis, niemand sonst ist da. Aber wenn man möchte, läuft man über den Hügel eben schnell rüber und ist dann auch wieder in der Hauptlodge. Und das ist, wie gesagt, die Selbstversorger-Cabin, die neueste, sicherlich auch die schönste Cabin, wunderschön von innen, wie ich finde. Und das ist also eins meiner nächsten Projekte, dass ich mich hier mal für eine Woche oder vielleicht sogar zwei oder vielleicht sogar drei oder vielleicht sogar vier Wochen einniste. Schauen wir mal, wann das endlich wieder geht. Ja, und man hat hier, ihr habt hier eure eigene Bucht. Und das Tolle an dieser Bucht ist, dass hier die Sonne dann so langsam untergeht. Das ist also besonders schön. Und wir sind teilweise extra hier rübergelaufen, um diesen total privaten Sonnenuntergang sozusagen zu genießen. Und das hat uns also sehr gut gefallen. Und man geht hier rüber über die sogenannten Nature Walks, die vom Martin und von der Andrea hier angelegt worden sind. Und das ist definitiv eine Besonderheit der Francis Lake Lodge. Es ist ein relativ großes, eigens angelegtes Trail-System hier mitten durch den schon fast tundraartigen Wald. Und die Wanderpfade und die vielen, vielen Pflanzen, die man hier sehen kann, sind teilweise mit ganz tollen Erklärungszetteln ausgestattet, sodass man das also nachvollziehen kann, auf was man hier blickt, hat besonders meine beiden Eltern, beides pensionierte Biologen, besonders beeindruckt, denn es war auch in Deutsch. Und wie man hier an den vielen Schildern, die der Martin aufgehängt hat, sieht, man kann definitiv nicht verloren gehen. Und allein das sind natürlich schon sehr, sehr tolle Aktivitäten an der Francis Lake Lodge. Aber es gibt noch mehr, was man hier erleben kann. Ich möchte noch ganz kurz einmal, und dann bin ich auch schon fast fertig, zu sprechen kommen auf die Ausflüge, die man hier machen kann. Denn heute haben wir einen sensationell tollen Ausflug gemacht. Mit dem Martin sind wir im Motorboot losgefahren und sind runtergefahren bis zum Ausfluss des Francis Lake in den Francis River. Haben da ein bisschen gefischt, hatten super Glück, haben ein paar Greylinge gefangen, also ein paar Polareschen und eine richtig schöne große Bulltrout. Also war ganz stolz, dass mir das gelungen ist, die zu fangen. Und die haben wir heute verspeist mit einem schönen Fläschchen Wein. Aber ihr macht noch viel mehr. Ihr geht auch zu Stellen, wo ihr Kanus hingestellt habt, positioniert habt, wo man dann Kanutouren genau machen kann. Ja. Wo man dann irgendwo anders anlandet und dann kann man wandern gehen zum nächsten See und da liegen wieder Kanus. Ja, man kann so wunderbare Rundtouren machen. Wir nennen das Kanutrekking. Ja, eben ein Stück mit dem Kanu fahren, dann wieder etwas zu Fuß gehen und dann wieder Kanus nehmen. Und so können wir schöne Rundtouren machen, halbtägig bis ganztägig. Und wenn man es noch etwas abenteuerlicher will, können wir auch campieren über Nacht. Es ist ein wunderschöner See mit ganz vielen Buchten, Halbinseln, Seelein. Es ist wirklich etwas für Naturliebhaber. Genau, und ich hoffe, man kann das im Hintergrund so ein bisschen erahnen. Wir sind komplett alleine. Man hört hier nichts, es ist absolute Stille, außer der Wind bläst, so wie jetzt gerade, oder das Feuer prasselt so laut, so wie jetzt gerade. Ansonsten hört man überhaupt nichts, außer den Ruf des Loons, des Eistauchers ab und zu. Und das war eigentlich im Prinzip alles, was ich euch von der Francis Lake... Nein, eine Sache habe ich noch. Moment, eine Sache fällt mir noch ein. Und zwar eure
längeren Touren? Ihr macht noch eine zwei- oder sogar eine zweiwöchige oder länger? Zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen Tour. Jawohl, das nennen wir den wilden Yukon. Das sind ein paar Tage Kanutour, einen Fluss runter, dann ein paar Tage Lodgeaufenthalt und dann ein paar Tage Wandern in den Bergen, die wir hier hinten dann noch knapp unter dem Regenbogen und den Wolken sehen. Und das gibt dann schlussendlich ein zweieinhalbwöchiges Programm. Und man kommt rein mit dem Wasserflugzeug, richtig? Entweder auf dem Straßentransfer oder mit dem Wasserflugzeug. Geht beides. Das kann man wählen. Okay. Ja, also das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt auch mit ins Programm aufnehmen werden. Zweieinhalb Wochen hier in der absoluten Einsamkeit runterpaddeln bis in den Francis Lake rein, dann hier ein paar Tage verbringen, dann wieder raus in die Wildnis, wobei das hier ja auch absolute Wildnis ist, und dann wieder hier zurückkommen. Super, was will man mehr? Es ist Samstagabend, eigentlich Samstagnacht schon. Ich bin hier an der Francis Lake Lodge. Wunderschöne Stimmung. Wir haben jetzt etwa 10:30 abends, spätabends. Es ist der 22. Juni, also einen Tag nach der Sommersonnenwende. Und ich habe halt mein Telefon hier jetzt extra so in die Höhe, dass ihr da hinten idealerweise noch sehen könnt, wie hoch die Sonne noch steht, beziehungsweise wie sehr sie das gegenüberliegende Ufer bzw. das weiterlaufende Ufer hier noch anstrahlt. Also das wird heute eine lange Nacht. Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalte, denn es war ein langer Tag heute schon. Aber eigentlich ist es wirklich viel, viel zu schade, um ins Bett zu gehen. Wunderschön hier an der Francis Lake Lodge. Tja, Freunde, es ist jetzt deutlich nach 11 Uhr abends. Francis Lake Lodge. Und das ist mein Blick nach draußen. Hammer, oder? Ja, fantastische Stimmung rund um die Mitternachtssonne. Und die haben wir ja wirklich zuhauf erlebt. Und ich kann nur jedem empfehlen, wir sind ja, wie gesagt, noch sehr, sehr weit im Süden. Wir sind ja noch sehr weit vom Polarkreis entfernt. Und trotzdem kriegt man das hier schon so toll mit. Und man verliert auf herrliche Art und Weise die Zeit. Und auch in dieser Nacht konnte ich einfach nicht irgendwann schon, aber ganz, ganz lange nicht ins Bett gehen. Und hier kommt jetzt noch ein Eindruck von nachts um 2:30, den ich euch nochmal mit auf den Weg geben wollte. Und das völlig ohne Kommentar, ohne Musik, ohne irgendwas, einfach so, wie es die Natur komponiert hat. Vielleicht könnt ihr sogar hören, dass hier nachts, oder habt ihr gehört, dass hier nachts um 2:30, da entstand ja diese Aufnahme, sogar die Vögel zwitschern zur Mitternachtssonne. Das ist also eine absolute Besonderheit, auch hier im Yukon zur Mitternachtssonne. Ja, und dann heißt es im Grunde genommen, bye bye, Francis Lake Lodge.
Und eins kann ich sagen, ich komme bestimmt wieder. Das ist einfach ein zu schöner Platz, um nicht nochmal herzukommen. Und ich möchte ganz kurz dann vielleicht auch nochmal den Bezug zu unserer Pandemiezeit jetzt hier herstellen. Habe deshalb hier einfach mal Screenshots von dem letzten Newsletter der Francis Lake Lodge gemacht, der 2020, das verlorene Jahr, haben die es, glaube ich, übertitelt. Habe ich hier gemacht und es ist eigentlich sehr interessant. Ihr könnt das im Internet nachlesen, wenn euch das interessiert, wie der Winter ausgesehen hat, wie die Natur in diesem Jahr ohne irgendeinen Verkehr auf dem See, ohne irgendwelche Touristen, obwohl es ja nur sehr wenige sind an der Francis Lake Lodge, die Natur noch enger an die Lodge herangerückt ist. Und ja, was die dort erlebt haben, und sie hoffen natürlich, dass es bald wieder losgeht. Im Moment ist das Ganze natürlich ungewiss. Übrigens glaube ich, dass das Bild auf der rechten Seite, das zweite von unten links, der Regenbogen, dass das unser ist. Das haben sie sich einfach einverleibt hier, aber das nur am Rande. Ja, und dann ist unser großes Glück, dass unser Auto noch da war. Nein, es stand ja da sehr sicher. Und der Robert Campbell Highway hat uns wieder. Ja, der Robert Campbell Highway, man sieht das hier, nichts drumherum, eine Schneise durch die Wildnis. Es ist eine herrliche Wildnisstraße durch den Yukon, fast komplett geschottert. Wie gesagt, das Anfangs-Endstück ist asphaltiert. Es sind gute 580 Kilometer von Watson Lake bis Carmex, wo er wieder auf den Klondike Highway trifft. Und wir fahren ja nur die knapp 360 Kilometer bis kurz vor Rose River, wo die South Canal Road abzweigt. Und 175 dieser 360 Kilometer haben wir schon hinter uns gebracht auf dem Weg zum Francis Lake. Und es geht also hier im Osten am Francis Lake Campground los. Und wir fahren auf der Nummer 4 auf dem Robert Campbell Highway bis kurz vor Ross River, wo die Nummer 6, die South Canal Road, abzweigt. Unorganized Yukon ist natürlich kein Ortsname. Das liegt daran, dass die im Winter in der Regel nicht geöffnet ist, die South Canal Road. Und da muss man Google hier so ein bisschen überlisten und das mit konkreten Angaben, dass man da aber trotzdem hin will, auch wenn es gesperrt ist. Und dann kommt sowas dabei heraus, weil es ist natürlich kein Ort da. Es ist einfach nur der Abzweig da bei Unorganized Yukon. 185 Kilometer bis zu diesem Abzweig. Ja, und dann geht es auf die South Canal Road, absolutes Road Trip, Wildnis Highlight auf unserem Trip hier, die South Canal Road, noch mehr Gravel, noch mehr Dirt, herrlich. 220 Kilometer Wildnis pur. Tank muss voll sein, da muss man für sorgen, zur Not in Ross River nochmal tanken. Fängt lang und gerade an, wie man oben rechts sieht, wird aber schnell abenteuerlich. Und da muss man auch schon mal prüfen, ob die Brücke überhaupt hält, was natürlich Quatsch ist. Ganz im Gegenteil, der wollte sich nur in eine besonders gute Position bringen zum Fotografieren, der Tom. Die halten natürlich die Brücken. Kann man ja auch daran sehen, dass der dicke Truck da drauf steht und nichts passiert. Aber der Canyon, den die Brücke überspannt, der ist wirklich wild und wirklich beachtlich. Ja, und man ist hier ganz allein. Es ist, man fährt ein Stück weiter und es eröffnen sich unglaubliche Panoramablicke. Das ist für mich der Yukon. Das ist Yukon pur. Und wir sind im Süden. Wir mussten nicht irgendwo weit in den Norden fahren. Es ist also eine unglaubliche Wildnis. Ja, und die Straße wird schon auch mal ein bisschen eng tatsächlich. Aber es ist ja nichts los. Man kann trotzdem stehen bleiben, wo man will. Es macht nichts. Kofferraum auf, egal. Fotos machen, gucken. Es kommt ja keiner. Aber was rede ich hier schon wieder so viel? Schauen wir es uns einfach nochmal im bewegten Bild an von Francis Lake. Am Francis Lake starten wir bis kurz vor Ross River und dann ab auf die South Canal Road. Thank you.
Wildnis pur im Yukon jetzt nochmal. Wir sind unterwegs auf der South Canal Road. Und zwar fahren wir sie von Norden nach Süden, also im Prinzip von kurz vor Ross River bis hinunter zu John's Crossing. Und ich bin sie ja schon mal gefahren vor einigen Jahren, allerdings in die andere Richtung, und bin fasziniert davon, wie komplett anders das aussieht, wenn man nur in die andere Richtung fährt. Aber das ist schon echt Wildnis. Man merkt auch, dass der Winter noch nicht so lange vorbei ist. Die Straße ist in recht gutem Zustand, aber nicht Top-Zustand. Also man muss schon vorsichtig fahren und man muss vor allen Dingen in den Gebirgspassagen aufpassen. Aber es bieten sich halt immer wieder diese unfassbaren Panoramen, und wir sind gerade erst von Süden gesehen halt am Anfang der Strecke. Ja, Wahnsinnsverkehr auf den knapp 220 Kilometern der South Canal Road. Und wir haben zur Orientierung nochmal eine Karte, und diesmal habe ich absichtlich die Satellitenansicht mal hergenommen, weil man da wunderschön sehen kann, wenn man oben kurz vor Rose River abzweigt und dann losfährt, das kleine, kurze, gerade Stück, und dann fährt man über den Canyon rüber und dann ist man mitten in den Bergen und fährt die ganze Zeit durch die Berge, über diese schmale Gebirgsstraße mit diesem wahnsinnigen Panoramen. Und im Film hat man schon gesehen, den Quiet Lake Campground, der sich in einen North und einen South Lake Campground aufteilt. Auf dem Nordteil gibt es 10 Sites, auf dem Südteil gibt es 12 Sites, offizieller Government Campground am Quiet Lake. Aber es gibt so viele Leute, unzählige, herrliche Recreation Sites, wie ihr jetzt hier rechts oben gesehen habt. Ich weiß nicht, heißt der Lapi Lake oder Lapi Lake? Weißt du auch nicht, Holger, oder weißt du Lapi Lake. Lapi Lake. Lapi Lake, ja. Lapi Lake, gut. Weißt du es wirklich oder behauptest du es nur? Nein, weiß ich wirklich. Ja, und am Nisutlin River unten, das hat mich also auch besonders fasziniert, weil man da so traumhaft tolle Stellplätze direkt am Wasser hat. Und das sind, wie gesagt, die Recreation Sites. Teilweise muss man ein paar Kilometer Schotter noch fahren, teilweise nur ein paar hundert Meter. Und man ist da völlig alleine und hat auch, wie ihr auf den Bildern vielleicht vorhin gesehen habt, die notwendigsten Sachen, die man braucht, bärensichere Mülltonnen und Outhouses. Und das ist nach wie vor immer noch das sogenannte Front Country, wobei das hier natürlich durchaus lustig ist, denn wo sollten wir denn sonst im Backcountry sein als hier auf der South Canal Road? Aber es ist halt noch erreichbar mit dem Auto, deshalb nennen wir es offiziell noch Front Country. Und wie gesagt, nur allein im Front Country unzählige Campmöglichkeiten. Für alle die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, und ja, ihr dürft die South Canal Road in der Regel mit Wohnmobilen von Fraser Way fahren. Und ich meine von Canada Dream auch, oder? Weißt du das, Markus, zufällig? Oder sollte ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen? Wenn ja, kannst du einen Daumen hoch nehmen ansonsten. Die South Canal Road? Oder ja, hast du gerade gesagt? South Canal Road, ja. Die South Canal Road geht, ja. Ja. Also wenn du in Whitehorse anmietest, dann ist das mit drin. North Canal Road natürlich nicht. Aber South ist mit drin. Ja, und South ist halt ab dem Abzweig vom Robert Campbell Highway, also genau so, wie wir sie jetzt hier gefahren sind.
Und da das gerade im Chat war, ich würde immer zu einem Truckcamper tendieren. Also wenn es um Wohnmobile geht und man diese Straßen fahren will, auf jeden Fall einen Truckcamper nehmen. Denn ansonsten wird man wahnsinnig in den Wohnmobilen, weil alles klappert und rappelt und man ganz langsam fahren muss. Ja, man kann zwar sagen, unser Lieblingsspruch, Holger, don't be gentle, it's a rental. Oder wie war das? Genau. Insofern wird man auch mit dem Wohnmobil hier durchkommen, aber es macht, glaube ich, insgesamt mehr Spaß, wenn man einfach den höheren Radstand hat und da einfach so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, ein bisschen mehr Beinfreiheit hat. Ja, und dann läuft... Wobei wir schon mal da sind, ich springe noch einmal zurück, dann muss ich es nicht hier drin beantworten. Wie sieht es mit der mit Strom in der Francis Lake Lodge zum Laden der Kameraakkus? Nochmal eben zurückspringen. Ich meine, die haben tagsüber eine gewisse Zeit den Generator laufen, ne? Ja, es gibt da ein gewisses Maß an Solar Energy, also Photovoltaik, Strom. In der Hauptlodge kann man das immer aufladen. Das war auch ein großes Thema für meinen Vater. Bei mir haben die Akkus lustigerweise gereicht. Aber der hat das halt immer einfach in die Hauptlodge gelegt. Kommt ja abends keiner vorbei da, um das wegzunehmen. Und wenn da mal Not am Mann ist, kann man natürlich tagsüber auch ganz normal den Generatorstrom nutzen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Akkus aufladen in der Francis Lake Lodge, kein Problem. Ja, und dann schließen wir im Prinzip die South Canal Road ab. Sie verläuft weiter in der Ebene hier, die man hier auf diesem Bild sieht, bis hin zu dem letzten Bergkamm, durch den man noch durch muss quasi. Und dann hinab nach Johnson's Crossing, wo man wieder auf den Alaska Highway trifft. Und hier sind es dann noch 45 Kilometer bis Jake's Corner und dann etwa nochmal die gleiche Strecke weiter gen Süden bis zu unserem heutigen Ziel. Und das ist das Southern Lakes Resort. Hier steigen wir ab für die Nacht. Man sieht hier links meine Cabin am See. Endlich, sag ich mal, denn man darf das echt nicht unterschätzen. Ein langer, langer Roadtrip auf einer Schotterpiste, auf einer echten Dirt Road. Umso herrlicher hinterher hier im Komfort einer tollen Lodge an den Southern Lakes, am Southern Lakes Resort anzukommen und seine eigene Cabin am See zu genießen. Das Southern Lakes Resort wird unser Anknüpfungspunkt sein für den Beginn der zweiten Null der Acht sozusagen. Die erste haben wir jetzt abgeschlossen. Wir sind gefahren, nur zu eurer Orientierung noch einmal, vom Whitehorse über die Nummer 1, über den Trans-Canada Highway und den Marsh Lake, das Inn on the Lake haben wir dort gesehen, an vielen, vielen Campgrounds vorbei, bis hin nach Watson Lake, dann hoch auf die Nummer 4, auf den Robert Campbell Highway, der nur die ersten paar Kilometer asphaltiert ist und dann eine herrliche Wildnisstraße wird. Von Watson Lake etwa 175 Kilometer bis zum Francis Lake, das ist ungefähr da, wo die zweite 4 steht, auf der Karte und von da aus dann nochmal 185 Kilometer bis kurz vor Ross River, wo die South Canal Road abzweigt, die wir heute bezwungen haben und wo man sich alleine, ganz ehrlich, eine Woche oder länger, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, aufhalten kann. Also ich habe mir schon vorgestellt, wenn ich da mal mit dem Pickup-Truck unterwegs bin, dass ich da so, sagen wir mal so 10, 20 Kilometer weiterfahre, mir wieder einen Stellplatz suche, die Angel raushole und einfach 2, 3 Tage stehen bleibe. Das wäre für mich ein perfekter Yukon-Traum, auch wenn ich am Ende hinterher nur 200 oder 300 Kilometer gemacht habe. Ja, und damit möchte ich heute mit dem Teil 1 des südlichen Yukon schließen. Vieles, vieles von dem, wenn ihr euch an den Anfangsfilm erinnert, habt ihr nun schon gesehen. Und deshalb würde ich genau damit auch diesen ersten Teil vom südlichen Yukon auch abschließen, denn vieles werdet ihr nun wiedererkennen. Ganz still, der See ist ganz ruhig und da konnte ich einfach nicht widerstehen, habe mir direkt ein Kanu geschnappt und bin ganz alleine hier rausgefahren und es ist ja wirklich ein absoluter Traum, wie still das hier ist. Man ist ganz alleine mitten in der Wildnis, also ich liebe das ja. Thank you.
The Yukon will wait for you. Vieles habt ihr gesehen in dem Film und vieles, was ihr noch nicht gesehen habt, werdet ihr doch sehen in 2 Wochen, wenn der Teil 2 kommt. Bleibt mir zunächst erstmal nochmal auf unseren Canada Thursday in der nächsten Woche aufmerksam zu machen. Das andere Alberta, Backroads im Schatten der Rockies, Teil 2. Das wird dann federführend unser in Montreal lebender Journalist Ole Helmhausen machen. Max und ich sind aber auch dabei. Und ja, das findet nächste Woche am 29.04. wie gehabt um 19 Uhr statt. Und dann, eine Woche darauf, kommt dann unser Yukon 2, der Süden im Nordland. Und da kann ich euch jetzt schon versprechen, gibt es noch viele, viele Highlights, auf die ich mich schon freue. Und ich werde mich bemühen, den Vortrag mal nicht erst 20 Minuten vorher fertig zu bekommen. Aber dafür war es doch eigentlich eine ganz gute Punktlandung heute, oder? Ja, es war eigentlich ja, schneller als sonst. Sonst sind wir noch mit Sicherheit 20 Minuten zugange, aber ich bin ganz beeindruckt. Ich war eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich jetzt hier gleich aufhöre. Soll ich mich an dieser Stelle direkt entschuldigen? Ja, absolut. Ja. Bevor ich mich entschuldige, möchte ich mich aber, bevor ich das versäume, ist mir ganz wichtig, ganz, ganz herzlich schon mal jetzt bedanken. Du bist zwar noch weiterhin dabei, Holger, auch wenn wir dich da im Schatten des, welcher Berg ist das eigentlich da im Hintergrund von dir? Das sehen. Ist der Sheep Mountain am Ach, das ist der Sheep Highway Mountain. Beim Kluane Lake. Ja. Kluane Lake, ja. Genau, da haben wir auch die Shuffles mal hochgeschickt zum Wandern. Ne? Ganz genau. Kann ich mich dran erinnern. Ja, möchte ich mich ganz herzlich beim Holger Bergold, unserem Statthalter des Yukon sozusagen hier in Deutschland, ich sage ja immer sehr gerne Mr. Yukon, keiner weiß so viel über den Yukon wie der Holger, bedanken. Und freue mich schon ganz besonders auch auf deinen Vortrag. Das Datum wissen wir noch nicht ganz genau, weil wir natürlich auch jetzt so ein bisschen abwarten, wie sich das mit Kanada weiterentwickelt. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort für dich nochmal, Markus. Willst du da nochmal sagen, wie es im Moment aussieht oder soll ich das machen? Mit unserer derzeitigen Einschätzung, wie es weitergeht, ja, Kanada hat es gerade verlängert, die Einreisebeschränkung. Und das geht jetzt erstmal, korrigiere mich, glaube ich, bis zum 21. Mai, richtig, offiziell? Richtig. Wir gehen alle davon aus, ist auch schon durchgeklungen, dass es natürlich weiter verlängert wird bis in den Juni. Davon müssen wir jetzt nach derzeitigem Stand ausgehen. Bei uns ist Stand der Dinge, dass wir schon vor einiger Zeit, wir sind da schon eine ganze Zeit, ja, in Action sozusagen und die Mai-Abreisen alle schon abgewickelt haben. Wir waren mit allen Kunden schon lange im Kontakt. Die Mai-Kunden sind zum großen Teil schon umgebucht. Einige überlegen noch und denken noch über ihre Pläne nach. Wir haben just, ich bin mir nicht ganz sicher, gestern, heute, vorgestern, die Kunden der ersten Juni-Hälfte kontaktiert, um genau das Gleiche zu tun, über Alternativen zu reden, Pläne zu machen und im Zweifelsfall eventuell schon mal umzubuchen. Und ich denke, es wird zeitnah auch so sein, dass wir die zweite Juni-Hälfte einfach schon mal in Angriff nehmen. Ich denke, das ist nur vernünftig. Also da, so sieht es bei uns momentan aus. Und dann heißt es weiterhin Daumen drücken, beobachten die Situation und gucken, ob es vielleicht mal doch noch was passiert. Ja, wir starten mal mit den Fragen. Ich weiß nicht, was ihr noch so alles habt. Ich bin auch nicht sicher, ob ich sehen kann, was ihr schon beantwortet habt. Ich sehe zum Beispiel von Waltraud die Frage, was haltet ihr von der Reisezeit ab Mitte August? Grandios, kann man vielleicht erst nördlich dann sehen. Genau, das haben wir ja gerade gesagt, eigentlich unsere. Aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ach so, ja, genau. Also, ich möchte da vielleicht mal dazu sagen, wenn ich gefragt werde, was ist die beste Reisezeit, dann sage ich immer, das kann ich nicht beantworten, weil eigentlich rund ums Jahr, vielleicht ausgenommen April und ausgenommen vielleicht Oktober, November, da würde ich jetzt nicht gerade reisen, aber sonst das Frühjahr, der Herbst, der Sommer und natürlich auch der Winter sind grandiose Zeiten, um den Yukon zu bereisen. Es kommt immer auf den persönlichen Geschmack an. Und Holger, weißt du denn, was ich immer sage auf die Frage, was die beste Reisezeit ist? 3 Wochen. Richtig. Mindestens, ja.
Ja, aber es hat natürlich alles seine Reize. Also du hast jetzt über die Mitternachtssonne gesprochen. Frühjahr, Mai ist natürlich grandios mit den Tieren. Aber als wir beiden die Tour auf dem Yukon gemacht haben, da war es natürlich im Juni einfach nur Wahnsinn. T-Shirt, ja. 24 Stunden an, irgendwie mitten in der Nacht haben wir angefangen zu grillen. Das war schon fantastisch. Im gleichen Jahr, Holger, war ich mit dir unterwegs, direkt Ende August. Letzte Augustwoche, ersten paar Septembertage. Mhm. Und da hatten wir unfassbare Farben oben schon im Norden. Also alles in Knallrot-Orange. Und ich weiß, dass wir die ersten Nordlichter gesehen haben, nämlich am Northern Lights Resort, direkt bei Whitehorse. Ja. Also es ist unfassbar, wie unterschiedlich innerhalb von nur irgendwie 2 Monaten dieses ganze Erlebnis war. Also von daher wirklich eine Präferenz da festzumachen, ist unheimlich schwer. Ganz schwer, ja. Naja, die lässt sich ganz klar, wenn jemand wirklich Wildlife sehen möchte, der ist wahrscheinlich am besten beraten im Juni. Wenn jemand gern zum Fischen geht, der ist September, Oktober, wenn die Lachse laufen, wahrscheinlich am sichersten aufgehoben. Es kommt immer darauf an, was will man. Du meinst so jemand wie du, Holger, ne? So wie es, ja klar. Wobei ich eigentlich 3-4 Mal im Jahr mindestens drüben bin. Und jede Jahreszeit mir zu Gemüte führe. Also wenn man jetzt Sommerurlaub machen will, ist eigentlich das Beste, man fliegt Mitte Mai hin und fliegt dann einfach Ende September zurück. So ist es, ganz genau. Das ist eigentlich die beste Lösung. Absolut, absolut. Absolut. Man kommt als anderer Mensch zurück. Das stimmt. Ja. Ja, ich komme gar nicht daher hier mit dem Antworten. Ich tippe und tippe. Aber das sind eine Menge Fragen hier allein in den F&As. Ja, die Katharina fragt, ob in nächster Zeit oder irgendwann auch eine Webinarreihe über den Osten in Kanada geplant ist. Wir hatten ja wann haben wir eigentlich die letzte Serie gemacht? November, Dezember irgendwann. Im Dezember, da hatten wir schon Atlantik-Kanada und Ontario-Quebec dabei. Es ist noch nicht allzu lange her. Ich weiß nicht, wir haben eine Pause gemacht zu Ostern. Davor waren einige Vorträge. Irgendwo war auf jeden Fall Ontario, Quebec auch schon dabei. Atlantik-Kanada. Ja, es ist sicherlich noch mal geplant. Irgendwann. Genau. Aber die schon gibt, sind noch nicht so alt. Das wolltest du damit sagen. Und die kann man natürlich, wie alle Vorträge, auch hinter diesem Vortrag auf unserem, auf Facebook wird er natürlich auch noch weiter zu sehen sein, wenn man dann weiter runter scrollt. Auf unserem YouTube-Channel kann man das natürlich noch im Nachgang gucken. So. Und auf unserer Seite unter Service Kanada Event, da sind alle Links direkt drauf. Und da ist auch zum Beispiel, das war noch in der Dezemberreihe, der Online-Vortrag Ostkanada und der Online-Vortrag Atlantik-Kanada sind auch beide da mit dem Link zu der YouTube-Seite. Und kann man sich direkt anschauen da. Okay, ach, das war die Katharina hier, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, auf Facebook sehe ich ganz viel Danke und Grüße, aber auch noch eine offene Frage. Und zwar, darf man die South Canal Road auch befahren, wenn man das Auto in BC oder Alberta anmietet? Da muss man jetzt gucken, was mit das Auto gemeint ist. Also bei PKW ist es folgendermaßen, wenn man in BC oder Alberta gemietet hat, dann sind es meistens Autos der großen Firmen, wie bei uns zum Beispiel Alamo, wenn es um PKW oder SUVs geht. Da ist die Lesart, dass alle publicly maintained and serviced roads erlaubt sind. Das heißt, dass alle Straßen, die im Prinzip auf der Straßenkarte verzeichnet sind und durch die öffentliche Hand instand gehalten werden, erlaubt sind. Darunter fallen auch Schotterstraßen. Die Kennel Road und der Dempster Highway sind natürlich schon ein bisschen extremer zu fahren. Deshalb raten wir dazu, Fahrzeuge für da oben auch da oben zu mieten, nämlich bei Driving Force, die entsprechend die Reifen haben, die sind in dem Zustand, die haben auch, sind bis oben bin auch versichert, da darf man wirklich die ganzen Straßen mitfahren, das wäre unsere Empfehlung. Geht es um Wohnmobile, ist es so, dass wenn man im Süden anmietet, also in Calgary oder in Vancouver, bei Fraser Way auch
diese Straßen fahren darf. Da ist der sogenannte Nordzuschlag, der häufig anfällt bei vielen Vermietern, automatisch mit drin bei Fraserway. Auch deshalb wären zum Beispiel auch die Truckcamper von Fraserway meine persönliche erste Wahl. Also umsonst, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ne? Also nicht extra zu bezahlen. Das, genau, ja. Ja. Ist im Prinzip inkludiert immer. Die erheben keine extra Gebühr dafür, so rum. Und bei Cana Dream ist es auch möglich, wenn man im Süden startet. Dann allerdings müsste man das vorher angeben. Dann muss man nämlich den sogenannten Nordzuschlag zahlen, also die erhebende zusätzliche Gebühr in dem Fall. Die wiederum, wenn man aber ein Whitehorse anmietet, automatisch im Preis mit drin ist. Also ist ein bisschen kompliziert. Tendenziell ist die Antwort ja. Genau. Dann wollen wir bei der Gelegenheit auch, der Wahrheit die Ehre geben, das Auto, was Sie hier im Bild seht, das ist ein Yukon XL, also im Prinzip der Klassiker, Holger, ne, um den Yukon zu bereisen. Aber der ist angemietet worden in Vancouver am Airport. Sind wir ehrlich. Geht also. Aber auch von, was für ein Fahrzeug ist das? War das ein, ja, okay, weil ich glaube, es war ein Alamo-Fahrzeug sogar. Ich glaube, das war ein Alamo-Fahrzeug. Und wir haben natürlich auch Stationen von Driving Force im Süden. Aber bei Alamos ist ja letzten Endes auch so, du musst die Straße muss eine Nummer haben. Das ist die Hauptregel. Ne? Also es muss im Prinzip eine von der Öffentlichkeit maintainte Straße sein. Und das ist sie in aller Regel, wenn die Straße eine Nummer hat. Und der Robert Campbell Highway beispielsweise hat die Nummer 4 und die South Cannon Road hat die Nummer 6. Und wenn sie gesperrt ist wie im Winter, das ist so ähnlich wie da wird der Holger bestimmt noch was in seinem Vortrag zu erzählen, wie beim, wie heißt er denn jetzt? Beim Top of the World Highway, der ist natürlich auch nur zu bestimmten Zeiten befahrbar und ansonsten gesperrt, aber wenn er befahrbar ist, ist er halt auch befahrbar und das auch von Rentals. Don't be gentle. Rental. Ja, und so ist es wirklich auch bei der South Cannon Road. Die wird im Winter zugemacht. Die wird also, ich nehme mal an, so Ende Oktober, wenn der erste Schnee kommt, weil dort wird nicht geräumt, wird zugemacht. Der Top of the World geht schon ein bisschen früher zu, weil er wesentlich weiter nördlich ist und weil er wesentlich höher gelegen ist. Und der geht also Mitte, Ende September zu. Dann müssen die auch die Fähren aus dem Yukon River rausnehmen, weil der Yukon River gefriert und die Fähre kann nicht mehr fahren und dementsprechend ist der Top of the World zu. Ja, aber das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt mit dem Winter im Norden, der natürlich auch, das ist ein eigener Vortrag, Holger, wir wollen da nicht jetzt zu sehr drauf eingehen, aber was hier oben im Norden natürlich wirklich beeindruckend ist, in dem Moment, wo das lange, lange Tageslicht und die Sonne rauskommt und fast 24 Stunden da ist, auch hier im Süden, haben wir natürlich auf einen Schlag, als hätte einer einen Schalter angestellt, haben wir auf einmal Sommer. Ne? Und die Natur explodiert und alles passiert und man kann sich quasi 24 Stunden am Tag das alles angucken. Ja, ich lege mich fest, also ich liebe das einfach zur Mitternachtssonne, das ist für mich die perfekte Zeit. Jetzt kommt noch ein Elfmeter für den Yukon. Hallo, wie schaut es aus? Sollte man oder kann man, muss man die Campingplätze nicht vorreservieren? In BC und Alberta geht ohne Reservierung fast nichts mehr. So war es zumindest 2019 und die Antwort ist nein! Man muss im Yukon nichts vorreservieren. Es macht manchmal Sinn, wenn man sagt, eben man nimmt das Fahrzeug auf und hat vielleicht, man kommt rein, fliegt, vielleicht mit dem Inlandsflug, nimmt am gleichen Tag das Fahrzeug auf, dass man vielleicht eben in Whitehorse den Campingplatz reserviert oder sagt vor der Abgabe des Fahrzeugs noch die Nacht. Aber selbst das ist in der Regel nicht notwendig. Alles andere tatsächlich nein. Im Yukon muss man nichts reservieren. Da muss man noch eins dazu sagen. Bei dem Elfmeter, den nütze ich jetzt natürlich aus. Klar. Ich will aber gleich auch nochmal. Man kann oder man sollte natürlich vorreservieren, wenn man auf einen privaten Campground geht. Aber wenn man auf einen Government Campground geht, kann man gar nicht vorreservieren. Und in meinen ganzen fast 30 Jahren, die ich dort oben im Yukon hin und her reise, ist mir nicht einmal passiert, noch nicht einmal, dass ich auf einen Government Campground gefahren bin und keinen Platz gefunden habe. Nee, du fährst ja drauf und suchst noch andere Camper manchmal. Genau. Und zudem,
darf man im Yukon, und ist die einzige Region zusammen mit einem Stück von den Northwest Territories, wo man wild campen darf. Man darf also mit dem Motorhome auch in eine Ecke reinstehen, wo man einfach den Verkehr nicht stört und kann dort übernachten. Genau, solange es kein Privatgelände ist. Also das ist quasi so eine Art Jedermannsrecht. Ne? Das ist das ganz Besondere am Yukon, auch im direkten Vergleich zu anderen kanadischen Provinzen. Ja. Und wenn wir schon beim Vergleich zu anderen kanadischen zu Relationen zu Kanada insgesamt sind, wir machen das ja nun auch schon seit 30 Jahren und jeder hat so seine Sprüche drauf, was den Yukon angeht. Ich glaube, der Holger, der sagt immer, Yukon ist wie Kanada auf Droge. Ne? Das ist, glaube ich, dein Spruch. Ne? Ja. Kanada on Steroids oder so, das ist dein Spruch, ne? Ganz genau. Und ich sage immer sehr gerne, weil es für mich das Ganze so ein bisschen in Relation sitzt zu unseren Anfängen. Ich sage gerne, der Yukon ist wie BC vor, sagen wir mal so, naja, was wollen wir sagen, Marco, so 20 Jahren? Länger. Ja, 20, 25 Jahren. Also das, was wir damals, man entschuldige meine flapsige Ausdrucksweise, was wir damals im Prinzip so geil fanden im BC, und das ist natürlich auch immer noch toll, aber es hat sich natürlich relativiert durch die größeren Touristen, Mengen will ich nicht sagen, aber durch die doch gewachsenen Touristenströme, die nun in das weite Land unten im Süden kommen, das ist halt im Yukon noch im Prinzip genauso, wie es damals in BC war, als wir da angefangen haben, als wir angefangen haben zu guiden Anfang der 90er Jahre. Das kann man tatsächlich so sagen. Vielen Dank an euch alle für den tollen Vortrag. Übersicht über die Campgrounds im Yukon, das ist im Prinzip relativ einfach. Auf den Straßen, auf diesen offiziellen Yukon-Maps sind die verzeichnet. Und dann gibt es ein Verzeichnis im Netz. Jetzt muss ich nachgucken. Holger, weißt du es aus dem Kopf? Ja, travelyukon.de. Einfach www.travelyukon.de draufgehen und auf Campgrounds gehen und dann kann man die runterladen. Da gibt es ein Verzeichnis und ich bin ich habe für diesen Vortrag heute ein bisschen nachrecherchiert, dass ich kein Blödsinn über die Stellplätze rede, weil sich das ja gelegentlich auch mal ändert. Und da war ich also überrascht, dass man das also auf den entsprechenden Yukon-Seiten in Kanada auch alles findet. Und man wird sich wundern, was man heutzutage inzwischen alles auf Google findet. Also für meine Karten, ich habe selbst die Nisutlin River Recreation Site habe ich auf Google gefunden. Obwohl ich schwören könnte, dass Millionen Menschen die South Canal Road nicht kennen. Ich wollte gerade vorlesen hier von der Heidi Giebel, die schreibt, vielen Dank an euch alle für den tollen Vortrag und die Traumbilder. Bin Yukon-Fan, freue mich auf Teil 2 und natürlich auf Holgers Vortrag. Und am meisten freue ich mich, wenn das Reisen in den Yukon wieder möglich wird. Danke und bleibt fit. Ja. Vielleicht noch ganz kleine Informationen zu Campgrounds hinzu. Im nächsten Jahr wird in der Whitehorse, also um Whitehorse rum, ein weiterer Government Campground aufgemacht werden mit 150 Stellplätzen. Das ist super. Ja. Ja, es gibt ja auch im Whitehorse drumherum. Ich meine, Whitehorse, da kommen wir auch noch zu, sowohl im zweiten Teil als auch hinterher, wenn du mit deinen Kuriositäten, Holger, um die Ecke kommst. Im Whitehorse an sich gibt es natürlich auch noch mehr. Es gibt natürlich auch noch einiges Privates. Und wenn man so ein bisschen rausfährt, auch in Richtung Fish Lake oder so hoch die Fish Lake Road, da kann man natürlich auch noch tolle Ecken finden. Im Prinzip reinpendeln, fast wenn man möchte, nach Whitehorse und trotzdem komplett in der Wildnis stehen. Das ist ja sowieso das ganz Besondere an Whitehorse. Ich habe ja immer gesagt oder immer sehr gerne gesagt, dass Whitehorse so ein typischer Wildnis-Hub ist. Man ist zwar in so einer Art Stadt oder in einem Örtchen oder so, es ist die Hauptstadt des Yukon, aber man hat das Gefühl, man tritt einen Schritt aus der Stadt raus und ist schon mitten in der Wildnis. Ja, welche Straßenkarte kannst du denn empfehlen, Holger? Das ist die Yukon Roadmap, nehme ich an, ne, oder? Die Yukon Roadmap, oder? Aber jeder, der da drüber geht, dem würde ich eigentlich die Milepost vorschlagen. Ja. Da steht alles drin. Und die kann man kann die schon aus dem Internet, kann man sich schon Sachen rausholen, aber ich würde, sobald ich da drüben ankomme, mir eine Milepost in jedem besseren Buchladen oder Laden oder Tankstelle oder was immer, da gibt es überall die Milepost und die ist für ganz Yukon oder ganz West-Kanada, Alaska,
Also von British Columbia, Alberta hoch bis nach Alaska hat die jeden Meter von jeder Straße wirklich beschrieben. Und das ist für mich immer die Bibel, wenn ich nach was recherchiere. Ja, die kann man natürlich auch hier sich schon besorgen. Die gibt es auch hier bei uns schon im Buchhandel beziehungsweise im Versandhandel. Aber einfacher kann man sie sich natürlich auch einfach direkt vor Ort greifen. Ja. Wenn man den Fuß auf Yukon-Boden gesetzt hat und auf einmal alles sowieso ein Stück weit relaxter ist und man runterfährt und in der Yukon-Time ankommt. Ne? Mental Detox. Ja, Mental Detox, ganz genau. Ja, Social Distancing par excellence. Da hätten wir aber auch die besten Corona-Phrasen jetzt abgedroschen hier. Ja, ich hatte damals die Zeit vergessen, schreibt der Bruno. Ja, so ist es uns auch gegangen, Markus. Das ist also der Klassiker, ist wirklich unsere Kanutour auf dem Yukon. Da haben wir teilweise gefrühstückt und haben irgendwann festgestellt, es ist irgendwie 2 Uhr nachmittags und wir haben zu Abend gegessen, da war es 3 Uhr nachts oder so, weil wir einfach nicht mehr wussten, was für eine Zeit wir hatten. Und nach 1-2 Tagen haben wir auch einfach festgestellt, es ist völlig egal. Es ist aber auch toll, einfach wirklich die Uhr abzulegen und Handy wegzustecken. Man hat eh keinen Empfang. Das ist ein völlig ungewohntes Gefühl. Man braucht so 1-2 Tage, bis man sich da reingegroovt hat und dann ist alles super. Dann will man eigentlich nicht mehr zurück. Der Frank fragt zu der Karte, schriftlich genauer Titel, das heißt Milepost. Und wie heißt sie? Weißt du genau, wie die heißt? The Milepost. Nee, ich meine, die The Milepost gibt es ja viele, aber heißt das dann, gibt es eine speziell für den Yukon oder ist das ganz Kanada? Oder? Nein, das ist im Prinzip der ganze Teil des Alaska Highway, Yukon und Alaska ist damit drin. Und The Milepost ist entstanden bei einer, also ist eine Mile-per-Mile-Beschreibung des Alaska Highway. Und dann haben die angefangen, alle Highways oben im Norden drumherum zu beschreiben, wirklich Kilometer für Kilometer. Und da steht wirklich alles drin. Das ist ein dickes Buch und das heißt einfach The Milepost. Gibt es nur einen. Ja. Kanutour auf dem Yukon, auf der Kanutour auf dem Yukon gekennt hat, schreibt der Bruno. Kollege hat einen Ast gegriffen, Bier und Kameraausrüstung verloren. Nein, das Bier war weg. Das geht auch nicht. Du liebes bisschen. Ja, sehr schön. Peter, Monika bedanken sich für den tollen Vortrag und wir freuen uns auf den zweiten Teil und wenigstens ein bisschen Yukon und die Sehnsucht wächst. Vielen Dank, Monika, vielen Dank, Peter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Schreibe ich auch nochmal schnell. Danke. So. 40 Büchsen Budweiser, präzisiert der Bruno nochmal. Ja, es tut uns wirklich sehr leid, Bruno. Ja, und das ist es, The Milepost ist es, genau. Und es gibt auch den, kann man sogar bei Amazon in Deutschland bestellen. Genau, schreibt der Bruno ja auch gerade rein, themilepost.com. Ja. Und dann sehe ich sehe hier leider nur die F&As, Facebook, das habe ich nicht im Blick, den Chat auch nicht. Auf den F&As sehe ich im Moment nichts mehr. 37 Fragen sind hier beantwortet. Und Dank noch für Sekunde mal, ich habe hier noch, habe ich noch irgendwas? Chats. Das ist eigentlich gut. Ach, guck mal, der herzliche Grüße vom Ed. Grüße zurück. Ja, Ed, bei dir warten wir ja noch auf einen Vortrag. Da möchten wir auch mal gerne einen Vortrag sehen, quasi aus Kundenperspektive, wo du uns mal so richtig in die Pfanne hauen kannst. Das könnte auch gerne ich übernehmen. Nee, bei dir haben wir Angst, Holger. Du kennst zu viele Interner. Vielleicht noch eins, die Länge eines Yukon Highways, die haben wir nie mit Uhren bemessen, Rainer. Ich habe das extra nicht erwähnt. Ich wusste, dass das noch kommt. Die haben wir immer in Zigarrenlängen bemessen. Genau. Das darf man aber im Rental nicht, Holger. Muss man aussteigen für. Ja, aber wir haben ja ein Bäumchen reingehängt. Ach so.
bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen quatschen, glaube ich, würde ich tatsächlich mal in den Verabschiedungsmodus gehen. Oder gibt es noch irgendwas, Carsten? Ich glaube, wir können alle in den wohlverdienten Feierabend entlassen und mit der Vorfreude auf die nächsten Vorträge zurücklassen. Genau, nächste Woche, wie gesagt, Alberta 2 im Schatten der Rockies, Backroads im Schatten der Rockies. Und die Woche drauf, am 6. Mai, der zweite Teil zu diesem Vortrag der Süden im Nordland, Yukon 2, einsame Pfade im Licht der Mitternachtssonne. Vielen, vielen Dank euch allen. Vielen Dank, Holger, fürs Dabeisein. Wäre toll, wenn du uns auch übernächste Woche wieder beehren könntest. Mache ich. Und ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin total beeindruckt wieder von der Menge an Leuten, die hier allein bei Zoom mit dabei waren. Auf Facebook hatten wir sicherlich genauso viele, wenn nicht gar mehr. Das wird der Carsten im Blick gehabt haben. Vielen, vielen Dank für ja, eure Interaktion hier. Das macht es wirklich wert für uns und wertvoll für uns. Und ja, so viel quatschen müssen wir nicht mehr. Wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder zum nächsten Canada Thursday. Bleibt bitte alle gesund. Und heute machen wir es ein klein bisschen anders. Heute gibt es tatsächlich noch einen Abspann. Ich wollte das schon immer machen und der Carsten hat mich immer so früh abgewürgt. Vielleicht kann ich ihn heute dazu bewegen, dass das mal nicht macht. Denn dann würde ich ausnahmsweise, dann würde ich nämlich gerne zum Abspann die Yukoners nochmal zu Wort kommen lassen, die sich natürlich auch darauf freuen, dass wir irgendwann demnächst wieder kommen und sich regelrecht danach sehen. Im noch winterlichen Yukon haben sie es aufgenommen, als der Schnee noch lag, teilweise liegt er ja auch jetzt noch. Und ja, wenn nichts mehr ist von eurer Seite, würde ich die zu Wort kommen lassen und mich nochmal ganz herzlich bedanken und euch allen einen wunderschönen Abend wünschen. Ciao, ciao. Ciao. They keep trying to take my flowers and replace them with guns. No one's gonna take my heart. That's a battle I've already won. You can run, you can hide. What good will that do us? At least we know we tried. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball, we're out of control. But we're still here. We'll raise our drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still here. So many words are flying at us, claiming to be the best. Words don't carry weight when you don't know who to trust. Everyone knows, everyone sees. Truth is but a small part of what you want to believe. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball, we're out of control. But we're still here. We'll raise our drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still here. We got tomorrow. Everything we're not. In the sweetest dreams, you're not alone. So we keep searching for the place that garden grows. At the end of the night, got nowhere to go. Stuck on this ball, we're out of control. We're still here. We'll raise the drinks tonight to life. Tomorrow we'll try to do what's right. Yeah, we're still. Hey.
your question.